glaub ich jetzt nicht. Wir waren uns doch einig, dass es das Beste ist, wenn ich dir meine Hälfte des No-Limits überschreibe. Richtig, das war ein Fehler. Nein, was nicht? Willst du mich wirklich jeden Tag sehen? Ich habe kein Problem damit. Das stimmt doch gar nicht. Marlene, weißt du, so unwiderstehlich, wie du glaubst, bist du auch nicht. Ach, jetzt hör doch auf. Ich weiß doch, wie sehr ich dich verletzt habe. Nette Umschreibung dafür, dass du mich vom Altar stehen gelassen hast. Und jetzt willst du mir deine Anteile überlassen, um dein Gewissen zu erleichtern. Sehr großzügig, aber nein, danke. Ich glaube doch einfach nur, dass es das Beste für uns beide ist. Weißt du, wenn wir erstmal auf Abstand gehen? Es geht ja nicht um irgendwelche Befindlichkeiten, es geht hier ums Geschäft. Und ich werde dich nicht aus deiner Verantwortung entlassen, nur damit du dich besser fühlst. Da mache ich nicht mit. Und wenn du dich dieser Verantwortung entziehst, dann klären wir das vor Gericht. Du drohst mir? Nenn's, wie du willst. Von mir aus nimm dir heute noch frei, morgen stehst du auf der Matte. Ich verstehe nicht. Warum tut er sich das an? Das fragst du dich jetzt nicht ernsthaft. Naja, er muss doch einsehen, dass es für ihn besser ist, wenn er mich erstmal nicht sieht. Na, so denkst du vielleicht, Tristan ist ja nun mal ein bisschen speziell. Er ist eben verletzt. Er will es dir heimzahlen. Der hat dich aus dem Musical gekickt. Ganz so ist es nicht. Ich bin immerhin noch die Zweitbesetzung. Okay, das heißt, du rechnest mit wie viel Auftritten nächstes Jahr? 2, 3? Ich finde schon noch ein neues Engagement. Na, hoffentlich. Zumal er ja sein neues Musical-Sternchen bereits als Betthäschen benutzt. Das ist mir völlig egal, er kann machen, was er will. Und gerade weil er das weiß, sucht er nach einem neuen Weg, um dir weh zu tun. Aber was hat er denn davon? Naja, es bringt ihm Genugtuung und Befriedigung. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Du weißt wirklich, wovon du sprichst. Marlene, ich will dich nicht desillusionieren, aber die Welt besteht nicht nur aus Gutmenschen, so wie du einer bist. Sieh zu, dass du dich aus Tristans Schusslinie bringst. Er hat mir gedroht, dass er mich verklagt, wenn ich meinen Verpflichtungen nicht nachkomme. Und so rosig ist meine finanzielle Situation gerade nicht, dass ich mir einen Rechtsstreit leisten kann. Gut, dann gib doch seiner Erpressung nach und lass dich schikanieren. Dann hättest du ihn gleich heiraten können. Marlene, mach dich endlich frei von ihm. Wer weiß, vielleicht bleibe ich auch gar nicht in Düsseldorf. Du bist jetzt doch weg? Was hält mich hier noch? Marlene hat mir ganz klar gesagt, dass sie sich im Moment keine neue Beziehung vorstellen kann. Schon aus Rücksicht auf Tristan. Ja, aber sie liebt dich. Sie hat Tristan vor dem Traualtar stehen lassen. Wenn das kein Zeichen ist. Ja, aber ich habe trotzdem das Gefühl, sie ist weiter von mir entfernt, als in der Zeit, als sie noch mit Tristan zusammen war. Was ist denn mit dir? Was willst du? Ich? Hm? Ich halte das alles fast nicht mehr aus. Ich habe das Gefühl, mein Leben hängt in einer Endlosschleife fest. Dabei will ich, dass es anfängt. Mit ihr. Hi, Rebecca. Hey. Wie geht's? Ging irgendwie schon mal besser. Vielleicht können wir uns ja mal wieder treffen. Auf einen Kaffee oder so. Ja, ja, vielleicht. Nur so eine Idee. Es ist nur, weißt du, ich habe im Moment dann einfach unglaublich viel zu tun. Tja, ich nicht. Naja, ist ja auch kein Wunder, so ohne Job. Ich werde mich wohl jetzt wirklich mal bemühen müssen. Aber zum Glück ist ja Düsseldorf nicht der Nabel der Welt. Was heißt das? Dass ich mich vielleicht auch mal woanders um einen Job bemühen muss. Na dann, gute Nacht. Rebecca. Entschuldigung, Gräfin, ich habe doch noch eine Flasche Traubensaft gefunden. Danke, Justus. Gute Nacht. Schlafen. Rebecca. Und Tristan. Es
Hast du ein schlechtes Gewissen? Naja, Tristan lässt auch keine Möglichkeit aus, mir zu zeigen, dass ich es verdient habe. Ich bin zufällig Rebecca über den Weg gelaufen und ich war noch nicht mal dazu fähig, mich auf einen Kaffee mit ihr zu verabreden. Ich denke mal an Tristan, wie es ihm wohl dabei gehen würde und was er tun würde, ob es alles noch schlimmer machen wird. Aber ich will mich auch nicht länger verstecken. Ja, das wäre auch das falsche Signal Rebecca gegenüber. Da müsste sie ja denken, deine Rücksicht auf Tristan ist dir wichtiger als sie. Ja, ich weiß. Na, wenn du das alles schon weißt, dann bleibt dir jetzt ja nur noch eins übrig. Handle danach. Tanja? Ja, ich weiß, es ist spät. Du musst mir einen Riesengefallen tun. Hallo. Was gibt's denn? Stimmt irgendwas nicht mit meiner Kollektion? Nicht mit der Kollektion, eher mit dir. Du bist wieder eingestellt. Was? Spreche Chinesisch? Du hast deinen Job als Chefdesignerin wieder. Und das sag ich jetzt nicht nochmal. Aber warum? Bestimmt nicht, weil ich dich so lieb habe. Natürlich nicht. Auch nicht, weil du es verdient hättest. Na, natürlich. Und schon gar nicht, weil ich auf dich angewiesen bin. Tanja. Sagen wir es mal so, eine gute Freundin hat sich für dich stark gemacht. Das ist ja... Ah, statt sie anzurufen, solltest du vielleicht besser direkt nach Hause fahren. Alles bleibt doch nichts erspart. Hi. Hi. Justus hat mich reingelassen. Ich wollte auf dein Angebot zurückkommen. Kaffee trinken? Ich komme gerade von Tanja. Ich habe gedacht, du hättest vielleicht ganz gerne deinen Job wieder. Ist das alles? Nein. Sollte ein Zeichen sein. Ich möchte einfach, dass du weißt, dass es mir nicht egal ist, dass du vielleicht wieder nach New York abhauen könntest oder sonst irgendwohin. Und warum ist dir das nicht egal? Na, weil ich dich viel lieber in meiner Nähe. Ich dachte, du willst erst dein Leben ordnen. Du bist Teil meines Lebens. Und während Tristan darauf wartet, über uns hinwegzukommen, ich habe mich einmal zwischen euch beiden entschieden. Und mein Glück mit dir ist mir viel wichtiger. Bist du dir wirklich sicher?